Matze Leute, was geht ab? Mein Name ist Ole und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Kosten von meinem Audi TT. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Let's go! Also, wir starten einfach mal mit dem Kaufpreis. Der Kaufpreis waren 4000 Euro. Ich habe das Ding in Holland gekauft, habe ich schon erzählt, und dann hierhin überführt. Das waren erstmal nur die reinen Anschaffungskosten in Holland, die ich bezahlen musste. Eine Umsatzsteuer für die ganz Schlauen unter euch wurde da vor Ort entrichtet. Das heißt, man muss es nicht nachträglich nochmal versteuern in Deutschland. Könnt ihr gerne nachgucken, könnt ihr mir aber auch einfach glauben. Dann habe ich angefangen. Ihr könnt das alles in meinen Videos nachvollziehen, was ich gemacht habe und in welcher Reihenfolge. Ich werde das jetzt einfach mal hier so runter aufzählen. Öldeckel und Öladapter. Öldeckel hat 6,68 Euro gekostet. Öladapter 11,31 Euro. Dann habe ich noch 4 Zündkerzen, also einen kompletten Satz gekauft für 50 Euro. Ist nicht günstig, weiß ich selber. War aber zu dem Zeitpunkt eben nötig. Dann komplettes Verschraubungsmaterial, insgesamt 90 Euro. Das beinhaltet aber das ganze Verschraubungsmaterial an allen Sachen, die ich umgebaut habe. Dann Fahrwerk, ganz wichtiger Punkt, hat 580 Euro gekostet. Dabei gab es aber noch eine Rückerstattung von KW über 100 Euro. Da gab es nämlich eine Cashback-Aktion für AP-Fahrwerke. Ich habe ja ein AP-Fahrwerk verbaut, könnt ihr auch gerne in den Videos nachgucken. Das bedeutet 100 Euro zurück, wenn man die Rechnung eingereicht hat. Dann kürzlich erst bestellt die Turboschellen, 22,46 Euro. Die Klammern für die Bremse, 11,95 Euro. Dann Bremsscheiben hinten, 43,40 Euro. Der komplette Querlenkersatz mit Verschraubung, insgesamt 127,37 Euro. Dann Bremssättel, Belege, Flüssigkeiten und so weiter, Polierkit, alles mit inbegriffen. 174,96 Euro waren das. Dann der Unterbodenschutz, der Epoxy, Roststopp und so weiter und so fort. Zinkgrundierung, insgesamt 59,94 Euro. Dann habe ich euch gezeigt, habe ich Lack anmischen lassen und noch einen Silikonentferner gekauft und noch einen Klarlack beim Lackstore Hannover für insgesamt 30 Euro. Dann Bremsschläuche vorne, 31,19 Euro. Bremsschläuche hinten, 46,81 Euro. Koppelstangen vorne links, vorne rechts und hinten beide jeweils 14,05 Euro, 15,26 Euro und 36,56 Euro. Das waren die ganzen Bauteile soweit. Jetzt kommen wir noch zum Werkzeug erstmal. Ich musste mir zwei, drei Werkzeuge anschaffen extra dafür. Unter anderem einen Kugelgelenkabzieher, der kostet 20 Euro. Dann einen Federspanner für das Fahrwerk für 50 Euro. Und ich habe mir noch eine Reparaturanleitung gekauft. Nach der Reparaturanleitung wurde auch mal gefragt in den Kommentaren. Ich hoffe, man kann das jetzt hier sehen. So sieht das Ganze aus. Verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Das ist direkt von der Audi AG. Eine Reparaturanleitung für Werkstätten, da kostet ein Band 20 Euro. Das ist jetzt der Band für Fahrwerk, Achsen und Lenkung bei Fahrzeugen mit Allradantrieb. Wenn man andere Sachen reparieren muss, muss man sich eben auch noch die anderen Bände kaufen. Oder man besorgt sich eben einen Zugang zum Audi Online Reparaturleitfaden bzw. zu dem Verzeichnis zu Erwin oder wie das heißt, wo auch die ganzen Ersatzteile alle gelistet sind, da gibt es auch sowas. Dann musste ich für die Anmeldung diverse Papiere erstmal besorgen und eben auch für die TÜV-Anmeldung. Wenn ihr dazu nochmal ein ausführliches Video haben wollt, kann ich das auch gerne machen. Auf jeden Fall musste ich neue COC-Papiere anfordern von Audi, das kostete 71,40 Euro. Dann Anmeldung, insgesamt ungefähr 100 Euro. Dann HU, 122 Euro, Fahrwerk eintragen, nochmal 50 Euro extra. Dann, nachdem ich die Querlenker getauscht habe, habe ich das Auto letzte Woche auch noch komplett einmal Achs vermessen lassen und die Spur einstellen lassen. Das waren auch nochmal 100 Euro. Das macht summa summarum 5.341,26 Euro. Inklusive Mehrwertsteuer und Kaufpreis auch inklusive. Das bedeutet, ich habe ungefähr 1.341 Euro nochmal nachträglich in das Auto reingesteckt. Zusätzlich laufende Kosten kommen dazu, Steuern jährlich 121 Euro für die, die es interessiert, und Versicherungen bezahle ich persönlich 541,68 Euro pro Jahr. Das war die komplette Kostenaufstellung bis jetzt, das Auto soweit fahrbereit. Ich habe jetzt die ersten ungefähr 1000 Kilometer damit gemacht, über den Daumen würde ich sagen. Es fährt sich ausgezeichnet.
Es hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte jeden Kommentar. Liken, teilen, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Wenn es euch gefallen hat, bleibt dran, Leute. Hier kommt noch mehr Content demnächst. Ich habe mir erst gerade gestern Abend wieder was Neues bestellt. Ein neues Werkzeug. Seid gespannt, was da kommt. Bleibt dran, Leute. Haut rein. Ciao.